Ja, vielen Dank, Herr Professor Kirschner, erstens für die einleitenden Worte und zweitens natürlich auch für die Einladung. Ja, ich habe die Ehre und die Möglichkeit, sozusagen halt die Magnesiumimplantate im Bereich der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, also meiner Homebase sozusagen, vorzustellen. Und ich habe Erfahrungen mit den Magnesiumimplantaten seit 2014. Damals kam das so auf, zumindest für mich wurde das Ganze dann interessant. Nun wird der eine oder andere sagen, 2014, das ist jetzt ja auch noch nicht so lange her. Ja, wie kann man denn davon Erfahrung reden? Wenn man sich den Verlauf mal irgendwie anguckt von seit 2014, was in der Zwischenzeit alles so passiert ist, dann ist es gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Und aus dieser Zeit möchte ich jetzt mal berichten, sowohl aus dem orthopädischen als auch aus dem unfallchirurgischen Bereich. Für mich war der Weg zu Magnesiumimplantaten oder auch Magnesix-Implantaten, das ist das einzige Magnesiumimplantat, mit dem ich Erfahrung habe, kein Weg der Weisheit, sondern vielmehr war es 2013, als mein damaliger Chef Professor Haas sagte, Mensch Manegold, da gibt es Magnesiumimplantate, guck dir das mal an, ist das was für uns? Und auf den Zug bin ich natürlich gleich aufgesprungen und dachte, Mensch, das gucke ich mir tatsächlich mal an und schaue mir mal die Vorteile und beziehungsweise die Benefits von Magnesiumimplantaten an. Ich möchte ganz kurz ein bisschen was über die Implantate oder Magnesium als solches berichten. Da bin ich aber am Ende wahrscheinlich dann noch nicht der kompetenteste Ansprechpartner, sondern würde firmenseitig dann weiterreichen. Aber ganz kurz vorstellen möchte ich es trotzdem. Vorteile für Magnesiumimplantate gibt es viele. Und auch gute Gründe, warum man es nehmen sollte. Zum einen haben wir natürlich im Vergleich zu Titanimplantaten ein ähnliches Elastizitätsmodul im Vergleich zu Knochen, womit der typische Stress-Shielding-Effekt bei Titanimplantaten wegfällt und im Grunde genommen ein ähnliches Elastizitätsmodul des Knochens erreicht werden kann. Das Zweite ist, Magnesium ist natürlich als resorbierbares Material degradierbar. Das heißt also, Implantatentfernungen sind nicht notwendig. Da möchte ich später noch darauf zurückkommen, dass das an der einen oder anderen Stelle doch tatsächlich ein entscheidendes Kriterium auch für mich ist, diese Implantate einzusetzen. Magnesium ist erstmal dann natürlich nicht toxisch. Es ist physiologisch im Körper vorhanden und damit natürlich auch prinzipiell gut verträglich und es hat auch nicht die Möglichkeit, dass es Allergien entwickelt. Und da kommen wir schon zum ersten, für mich auch als Anwender betreffenden Vorteil. Gerade wenn halt irgendwelche Nickelallergien, fraglich, Metallallergien und so weiter, da gibt es ja viel, viel, sag ich mal, Diskussionsspielraum und auch Unwissen und auch patientenseitig, wo sozusagen gesagt wird, naja, ich habe eine Allergie, aber ich weiß nicht genau gegen was. Bei diesen Patienten habe ich dieses Implantat eingesetzt und bin im Grunde genommen froh gewesen, dass man dort diese Frage nach Metallallergien damit ganz galant umschiffen konnte. Das Zweite ist, es wirkt osteokonduktiv und damit potenziell verbesserte Heilung und ein geringeres Pseudarthrosenrisiko. Und das waren letztendlich natürlich, ist es MRT und CT gängig. Es hat auch einen gewissen infektiven Effekt, weil es einfach ein basisches Milieu erzeugt, worunter halt Bakterien und nicht unbedingt wachstumsfreundliches Milieu haben. Ist es jetzt sozusagen ein ideales Implantat für die Verwendung in der Orthopädie-Unfallchirurgie? Ich denke mal, das wird sich sicherlich im Laufe des Symposiums beantworten, diese Frage, sodass das für mich dann auch der Einstieg war im Prinzip in die Verwendung dieser Implantate. Und ich hatte dann im April 2014, nachdem ich sozusagen im Oktober nun die Freigabe vom Chef hatte, das verwenden zu dürfen, hatte ich dann auch einen geeigneten Fall gefunden, wo ich mich da herantasten wollte. Und das war der Vorfuß. Und ich habe im Vorfuß dann halt eine Scarf-Osteotomie in Kombination mit einem Aiken gemacht und war am Anfang über die Gasbildung, die ja hier dann auftrat, im Röntgenbild erstmal erschrocken und dachte so, Mensch, was passiert da? Und im Grunde genommen ist das schon das, was der Professor Kirschner einleitend gesagt hatte. Naja, da war ich als Anwender ehrlicherweise unvorbereitet und noch nicht intelligent genug für das Implantat, weil es letzten Endes mich erstmal traf und dachte so, Mensch, was ist denn da? Wartest du mal ab. Das Ganze legte sich aber, es gab eine komplikationslose Ausheilung dieser Hallux Valgus Korrektur und natürlich hat sich die Gasbildung auch vollständig resorbiert. Man muss dazu wissen, dass die Gasbildung immer wieder natürlich als
als Nachteil dort interpretiert wird. Nun muss man wissen, reines Magnesium degradiert erstmal im körperlichen Milieu sehr, sehr schnell und dabei kommt es halt auch zur Gasbildung, zur Wasserstoffbildung. Das ist erstmal ein völlig natürlicher Prozess. Der ist insoweit auch verstanden und die Firma hat es ja letzten Endes auch insofern gut umgesetzt, dass diese massiven Gasproduktionen von reiner Magnesiumdegeneration ja in Griff zu bekommen war, dadurch, dass man im Grunde genommen die Implantate mit einer speziellen Legierung überzogen hat und damit im Grunde genommen eine langsamere Degeneration oder Degradation ermöglicht hat und damit natürlich auch die Gasbildung in den Griff bekommen hat, sodass das im Grunde genommen Teil eines physiologischen Prozesses ist. Und ja, diese Gasbildung oder die transluzenten Zonen, die habe ich natürlich auch irgendwo gesehen, aber ich kann mich bis auf in einem einzigen Fall, wo sozusagen mal ein Implantat gebrochen war, weil die Patientin in der Tat mit einer Vollbelastung rumgelaufen ist, ohne Schutzschuh, tanzend in irgendeiner Berliner Diskothek beobachtet worden war nach einer Hallux-Valgus-Operation. Da muss ich sagen, das kann ich jetzt ehrlicherweise nicht dem Implantat zuschreiben. Das ist die einzige Komplikation, die mir mit den Magnesiumschrauben jetzt im Laufe der Jahre untergekommen ist. Die Magnesiumschrauben im Vergleich zu den Titanimplantaten, da gibt es gute präklinische Studien und beziehungsweise auch Anwenderstudien im Bereich der Vorfußchirurgie, anfangs aus Hannover mit einer Arbeit, sicherlich auch im Prospektivverlauf dokumentiert, eine kleine Fallserie von Hallux-Valgus-Patienten, die einerseits mit Titan- und Magnesiumschrauben versorgt worden waren. Dort zeigten sich im Wesentlichen keine klinischen Unterschiede, es wurde so ein bisschen auf eine Gasbildung hingewiesen, aber auch dort keine Komplikationen. Das gleiche Klientel wurde 3 Jahre später nochmals evaluiert und auch hier konnten mittels MRT und klinischer Untersuchung dort keine Unterschiede festgestellt werden und auch von einer Gasbildung war nach diesen 3 Jahren überhaupt gar nicht mehr die Rede. Es gibt eine andere interessante Arbeit, die ich im Rahmen der Vortragsvorbereitung dann auch kennengelernt hatte. Das ist eine Kohortenstudie, letzten Endes von dem Dr. Klauser, der hier auch im Plenum sitzt, der 100 konsekutive Patienten mit Magnesiumschrauben versorgt hatte und die dann 100 retrospektiv versorgten Patienten mit Titanschrauben gegenübergestellt hatte. Die Gruppen waren mehr oder weniger identisch, was so die patientenspezifischen Parameter angeht und auch was die Komplikationsrate anging, gab es dort keine signifikanten Unterschiede. Und jetzt kommen wir schon auf den nächsten Vorteil von den Magnesiumschrauben und das fand ich sehr interessant, was der Dr. Klauser da vorgerechnet hatte. Im Grunde genommen ist das Implantat primär im Vergleich zu einer Titanschraube erstmal teurer. Und wenn man jetzt mal die Kosten für die Anzahl der Hallux-Valgus-Versorgungen nimmt und dann auch im Prinzip diesen Mehrpreis dagegen rechnet, dann sind das erstmal Mehrkosten von 2,5 Millionen Euro pro Jahr, die auf der Implantate-Seite erstmal stehen. Da muss man aber dagegen rechnen, dass natürlich auch die vermeidbaren Kosten durch eine Implantatentfernung abzuziehen sind, dann landet das Ganze schon in einem dicken positiven Bereich und wenn man dann die sozioökonomischen Kosten auch noch dagegen rechnet durch die fehlende Ausfallzeit nach Implantatentfernung, dann geht das Ganze schon in einer, für den stationären Bereich liegt das dann bei gut 9 Millionen Euro und wenn man das dann ganz auf den ambulanten Bereich ebenfalls noch überträgt, dann ist das ein Benefit für das Gesundheitssystem von bei einer 100-prozentigen Marktabdeckung wohlgemerkt von knapp 12 Millionen Euro. Und das ist, gerade wenn wir jetzt auch in Zeiten davon reden, dass sozusagen der Gesundheitsmarkt immer explodiert an Kosten, die ja letzten Endes irgendwo auch bezahlt werden muss, ist das, denke ich mal, zwar vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin, es ist ein Tropfen und da kann man sicherlich ansetzen. Noch dazu waren natürlich, sage ich mal, die Ergebnisse im Vergleich zu den Standardimplantaten, den Standard-Titan-Implantaten im klinisch äquivalent. Ich habe natürlich angefangen, meine Vorfußchirurgie auch umzuwandeln hin zu den Magnesiumimplantaten. Also für die Scarf und für die Chevron- und Aiken-Osteotomie hatte ich die Magnesiumschrauben dort intensiv eingesetzt. Da hatten sie relativ bald einen festen Stellenwert in der tagtäglichen Anwendung und tagtäglichen Praxis. Und ich habe mich dann rangewagt an die traumatologische Seite. Und da kommen wir zu einer nicht unwesentlich seltenen Verletzung,
zu einer recht häufigen Verletzung am Sprunggelenk. Das sind diese Flake Fractures, die im Grunde genommen an der Talusschulter typischerweise zu finden sind. Und die kann man natürlich mit resorbierbaren Stiften, hier damals noch mit Pulipins versorgt, aber mittlerweile bin ich dazu übergegangen, weil es einfach auch ein stabileres Konstrukt ist, durch dieses Doppelgewinde, diese mit diesen 2.0er Magnesiumschrauben zu versorgen, und das lässt sich vom Handling her wunderbar machen und hat einen Bombenhalt und ist für mich da in dieser Anwendung das Implantat der Wahl. Wenn man sich dann anschaut, dass natürlich diese Verletzungen, wir sehen ja hier im vorderen Bereich vom Sprungbein, da kommt man natürlich mit den Standardzugängen hin, mit dem im hinteren Bereich kommt es das auch, aber der große Korpusanteil, der ist nicht unbedingt durch die Standardzugänge zu erreichen, und gerade wenn wir hier im Talus Corpus medial oder lateral uns befinden, ist das oftmals mit Osteotomien verbunden, die bei der primären Reposition natürlich unvermeidbar sind. Aber das sind natürlich Zugänge, die möchte man nicht wieder auflösen, und eine Implantatentfernung möchte man dort vermeiden. Erstens, weil es natürlich ein großes chirurgisches Trauma ist für den Patienten, und das Zweite, weil das natürlich auch mit Komplikationen verbunden ist. Also so eine Innenknöchelosteotomie, selbst wenn man schon sie vielleicht ein paar Mal gemacht hat, hat immerhin noch Komplikationen, und da werden Komplikationsraten von Pseudarthrosen bis 6% beschrieben. Es gibt auch sogenannte Inkongruenzen im Verlauf, nicht? Durch den verbleibenden Sägeschnitt entsteht ja immer auch eine gewisse knöcherne Defektzone. Damit einhergehend natürlich auch zwangsläufig eine Inkongruenz, und in dieser Studie mit 30% angegeben ist das nicht unerheblich. So erklären sich vielleicht auch noch die Beschwerden, die selbst nach 2,5 Jahren immer noch bei 30% oder 60% Schwellung angegeben werden, sodass man natürlich eine Innenknöchelosteotomie zur alleinigen Entfernung eines Implantats in jedem Fall vermeiden möchte. Das ist mal ein Beispiel aus der Praxis, osteochondrale Fraktur der lateralen Talusschulter, damals über eine Fibula-Osteotomie gemacht, und hier auch nochmal gesehen, nicht? Das sind große Fragmente, die man offen chirurgisch einpassen muss. Die quellen oftmals ein bisschen auf, sodass sie dann doch nicht mehr so passgenau sind, aber letzten Endes muss man diese offen chirurgisch versorgen, und das ist über diese Fibula-Osteotomie damals passiert. Die werden dann eingepasst, und dann wird letzten Endes sie mit resorbierbaren Implantaten versorgt, und nach 12 Monaten ist im Grunde genommen davon nichts mehr zu erkennen. Ein anderer Fall, Patient mit einer Luxatio pedis subtalo. Wir sehen hier im Grunde genommen eine Fraktur, man sieht es im CT ein bisschen besser, vom Prozessus lateralis tali und begleitend auch vom Sustentaculum tali. Und auch dort sind das Regionen, wo man nicht gezwungenermaßen nochmal eine Implantatentfernung durchführen möchte, weil da die Morbidität dann doch nicht zu unterschätzen ist. Und wir sehen hier im Grunde genommen die Versorgung dann mit den Magnesiumschrauben. Und das sind gute Indikationen in der Traumatologie. Ein anderer Fall, Talus-Corpus-Fraktur, komplex mit Impressionsfragmenten und interponierenden Fragmenten im Bereich des hinteren Talus-Corpus. Und die werden dann auch einzeln aufgefädelt. Und wir haben das damals noch mit so einer kleinen 2,0 Millimeter Schraube gemacht, die dann so in den Corpus eingebaut wurde, als Lost Screw auch dann dort verblieb. Und dann das Ergebnis nach 12 Monaten. Sicherlich war es eine schwere Verletzung mit zum Teil auch Defektzonen verheilt im Subtalargelenk, aber prinzipiell gab es eine komplikationslose Verheilung, und dort muss keine Implantatentfernung mehr durchgeführt werden, weil es halt einfach sich das Implantat auflöst. Dass eine Implantatentfernung sinnvoll ist oder gemacht werden muss, bringt einfach die Tatsache mit sich, dass diese schweren Verletzungen in der Zukunft ja Folgeschäden wie subtalare Arthrose nach sich ziehen werden, und dann möchte man keine 2,0 mm oder 3,0 mm kannulierte Schraube rausfischen, weil die halt einfach brechen, und da hat man nicht viel gewonnen. Ein anderer Fall, das ist ein Fall einer Talus-Corpus-Fraktur. Wir sehen hier das CT auf der linken Seite. Die ist nicht großartig disloziert gewesen, aber der Patient hatte eine noch viel schwerere Talus-Corpus-Fraktur auf der rechten Seite, sodass das natürlich stabilisiert werden musste. Wir haben das Ganze arthroskopisch gemacht, arthroskopische Reposition, hier mal in der Zeitraffer dargestellt, nicht durch Manipulation am Sprunggelenk und mit einem kleinen Repositionsklämmchen kann dann eine Reposition erreicht werden, und dann arthroskopisch gestützt die percutane Schraubenosteosynthese, damals mit 3,2 mm Doppelkopfgewindeschrauben, und das ist das Ausheilungsergebnis nach 6 Monaten. Auch dort, man erkennt so ein bisschen im vorderen Bereich kleine Gaskavitäten, aber alles unproblematisch, keine Komplikation, keine Beschwerden beim Patienten.
Ich darf zusammenfassen, die Magnesiumschrauben kommen für mich in der orthopädischen Vorfußchirurgie nach wie vor gut zum Einsatz und da haben sie für mich einen absolut vergleichbaren Stellenwert im Vergleich zu den Titanschrauben und sind mehr als nur ein Marketing-Tool, sondern haben definitiv ihre Berechtigung. Im Bereich der Traumatologie sind sie meiner Meinung nach unantastbar. Sie sind für die Refixation von osteochondralen Fragmenten sowohl als auch in der Frakturversorgung unersetzlich. Und einsetzen tue ich sie überall dort, wo ich schon mal gewesen bin, aber definitiv nicht noch mal hin möchte chirurgisch, einfach dort in den Bereichen von Talusfrakturen, Calcaneusfrakturen, kindlichen Frakturen und, jetzt kann man das sicherlich auch natürlich beliebig erweitern, hinsichtlich der Frakturen der medialen Malleolus, wo standardmäßig häufig Implantatentfernungen gemacht werden, metatarsale 5-Basisfrakturen gibt es auch standardmäßig häufig Implantatentfernungen, die tarsometatarsale Arthrodese und so weiter und so weiter. Also da ist die Latte und die Vielfalt sicherlich sehr, sehr hoch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Manegold, für den sehr schönen Vortrag. Insbesondere die Versorgung von osteochondralen Läsionen scheint mir ein absolut neuer Schwerpunkt für Magnesiumimplantate zu sein. Wir hatten früher ja Polylactid-Implantate und die Stabilität war mit diesen Implantaten doch hat zu wünschen übrig gelassen. Und insofern denke ich, dass das wirklich der richtige Weg ist, mit Magnesiumimplantaten, Doppelgewindeschrauben, die osteochondralen Läsionen zu versorgen. Vielleicht können Sie dem Publikum, da besteht ja immer eine gewisse Angst über die Gasentwicklung intraartikulär nach dieser sehr schönen Versorgung dieser osteochondralen Läsion bzw. Flake Fracture, berichten, ob das im Vergleich zu der Weichteilsituation im Vorfußbereich, ob es da mehr Probleme gibt, was die Ergussbildung im Gelenk anbelangt oder also, ob das da mehr zu erkennen war. Also man hat letztlich, klar, wenn man sich auf diese Gasbildung einstellt, dann überrascht sie nicht. Ja, und auf dem arthroskopischen Bild hat man es auch so ein bisschen gesehen, ob das nun schon gleich die Degradation der Schraube war. Das lasse ich mal dahingestellt sein, wo sich so kleine Bläschen auch gleich gebildet hatten. Das fand ich auch ganz interessant. Letzten Endes ist es bei mir am Ende eine, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Und ja, ich habe dort keine Komplikationen aufgrund eines frühzeitigen Implantatversagens gesehen. Und nachdem ich ja initial nach den meinen ersten beiden Fällen, wo dann sich diese Gasbildung so ergeben hat und wo ich auch in der Tat sehr vorsichtig war, nachdem ich das meine eigenen Erfahrungen damit gemacht hatte, habe ich da überhaupt gar keine Sorgen mehr, ob da nur eine Gasblase ist oder nicht. Ich habe jetzt die Erfahrung mit 3-2-Implantaten gemacht, ich habe jetzt noch keine dickeren Implantate verwendet, aber die in dieser Bandbreite und auch nicht nur mit einer Schraube, sondern im Talusbereich waren das ja doch relativ viele, keine Komplikationen gesehen, sodass ich da im Grunde genommen eigentlich auch relativ entspannt bin, wenn sich da mal so eine Gasblase im CT zeigt. Ja, gut, also es gab auch keine vermehrte Ergussbildung im Sprunggelenk. Nein. Das ist natürlich jetzt auch, also es wurde ja eingangs schon gesagt, nicht, ich kann natürlich jetzt nicht eine postoperative von mir aus prolongierte Schwellung von einer Talusfraktur irgendwo jetzt auf die Magnesiumschraube schieben. Also den Beweis muss man jetzt auch erstmal antreten. Also, ja. Schwellung, klar, posttraumatisch, postoperativ gibt es natürlich, ja. Aber ob das nun an der Schraube liegt? Sehen wir bei Titan genauso. Ja, eben. Gibt es Fragen vom Publikum? Dann würden wir fürs Erste weitermachen. Das können gerne zum Schluss noch mal Fragen auch zum Fußbereich an Dr. Manegold gestellt werden.